Herzlich willkommen. Herzlich willkommen! Ja, ja, so. Ich bin ganz aufgeregt heute. Ich weiß noch gar nicht warum. So, ich bin so aufgeregt wie beim ersten Mal. Und könnt gleich heulen. Ja, mach auch gleich, komm noch. Vielleicht ist auch der Rotwein von gestern, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel geschlafen. Ich habe einen kleinen Prozess gehabt heute früh, weil wir ja Kinder eingeladen haben für heute. Und ich sehe, der Saal ist voller Kinder, weil ich denke, ihr habt heute alle euer inneres Kind mitgebracht. Und diesen Prozess hatte ich heute früh. Mit meiner Kleinen, wo ich gesagt habe, so wie erkläre ich dann eine Meditation für ein Kind? Und meine Kinder habe ich auch mitgebracht, beide diesmal. Und ich habe mich daran erinnert, wie ich als Kind war. Und diese Meditation würde ich ganz gerne mit euch vorweg machen, zum Ankommen. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich das immer gemacht habe, dann war ich einfach nur da, mehr nicht. Ich war einfach nur da und bin mir vollkommen selbstzufrieden. Und ich zeige euch die jetzt mal, wie die geht. Dann habe ich gedacht, oh, gibt bestimmt welche, finden das voll doof. Und dann habe ich ja, okay, was habe ich denn dann gemacht? Dann habe ich jetzt die zweite Meditation für uns. Ganz rum mit den Augen so. Das ist auch gut. Mittlerweile ist das übrigens alles wissenschaftlich belegt, dass die Augenbewegungen wirklich die Hirnhälften zusammenbringen. Dass das Lockern des Mundes alle Gesichtsmuskeln und Körpermuskeln aktiviert. Das ist großartig, was so ein Kind alles rausfinden kann. Ja, und ich denke, der Weg ist über den Selbstausdruck wieder in die Lebendigkeit zu kommen. Was gerade für uns Deutschen ganz wichtig ist, weil wir sehr pünktlich, sehr steif, sehr ordentlich und sehr fleißig sind. Was auch sehr gut ist. Musik? Musik. Es
Jetzt können wir nochmal mit dem Zustand dieses Daseins nochmal in die Vertiefung gehen, dass ihr euch nochmal so gemütlich hinsetzt, dass ihr das Gefühl habt, ihr sitzt aufrecht. Und geht in das Ich-Bin-Gefühl. Und nimm noch mal Kontakt auf mit deinem Atem. Die Quelle des Lebens. Beobachte dich nur in deinem Atem, dass du nur guckst, wie atmest du gerade. Ist das Entspannung, was du spürst? Ist ja schon ein Teil, der sagt, oh, ich müsste eigentlich jetzt viel entspannter sein schon. Lass den auch nur da sein. Und richte deine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf den Atem und auf deine Fußsohlen. Lass die Füße ein bisschen bewegen. Und geh nochmal in die Vorstellung, mit jedem Ausatemzug alles Schwere und alles Schwierige in die Erde abzuatmen, zu entlassen. Deswegen ist unser Planet auch der Mutter-Erde-Planet. Weil er unsere Sorgen aufnimmt und unsere verbrauchte Energie aufnimmt. Wie die Bäume die verbrauchte Luft aufnehmen, nimmt die Erde unsere verbrauchten Spannungen auf. Oben an deinem Kopf die frische Energie einladen, dass sie von oben in dich reinkommt. Die kann auch durch alle anderen Zellen in dich reinkommen. Aber es ist gut, sich zu oben zu fokussieren. Im Einatmen die kosmische Energie von oben aufzunehmen. Ja, die Energie ins Herz einatmen, alles Schwierige wieder ausatmen in die Erde. Und aus diesem Gewahrsein heraus möchte ich euch etwas vorlesen, was Maren Hoff geschrieben hat, aus ihrem Herzen. Und das hat mich so berührt, dass ich es teilen möchte mit euch. Es ist genug. Genug mit eurem Denken, euren Zweifeln, eurer Angst und euren Bedenken. Es ist genug. Die nächste Revolution wird eine des Bauchgefühls, ein Aufstand der Herzen, ein Plädoyer für die Liebe. Wir werden das Zweifeln niederreißen wie Mauern, die Theater stürmen und uns mit den Schauspielern in den Armen liegen.
Die Banker streicheln und küssen, in ihre Anzüge kriechen und sie zum Platzen bringen. Und dann gemeinsam nackt schwimmen gehen. Wir werden Liebe machen am Strand. Wir werden Herzen backen wie Brote, knusprig und warm und saftig im Innern. Wir werden Kopf stehen auf Straßen, tanzen in Fenstern, singen in Türen und Toren. Wir werden von Liebe sprechen, wie ihr von Geld. Wir werden Mutter Erde jeden Morgen preisen, wie ihr eure Macht und euch selbst. Unsere Kunst wird berühren. In der Schule wird das Wahrheit sprechen gelehrt werden. Es wird Tempel der Stille an jeder Wegkreuzung geben. Wir erschaffen das Grundrecht der Angstfreiheit. Jedes Kind wird mit Mut im Herzen erwachsen. Wunder werden geschehen, unser Lachen wird heilen. Alle Lebewesen werden leben, wie es ihrer Natur entspricht. Wir werden heilig sein wie die Erde, wohlbehütet und gut genährt. Der Tod wird geehrt wie das Leben, das Träumen wie das Verwirklichen. Wir werden unsere Stimmen erheben und aufrecht und frei sein. Unsere Kinder werden in Sicherheit groß. Unsere Frauen und Männer werden stark sein und weise. Wenn unsere Beine uns nicht mehr tragen, werden wir auf den Händen gehen. Unsere Freude wird ansteckend sein, wie heute Epidemien. Heilung wird wachsen in jedem Herzen der Welt. Wir werden die Erde mit Sternen beschreiben. Unsere Hände werden sanft sein und stark. Unsere Liebe wird sein wie die Bäume. Wir werden Zuversicht pflanzen mit jedem Schritt, den wir gehen. Hey, und spür mal, wie diese Vision in dir nachklingt. Was für eine Resonanz die in deinem Herzen macht. Ob sie dich vielleicht zu Tränen rührt. Ob sie deinen Atem freudig hüpfen lässt. Ob sie dich ausdehnen lässt. Atme sie ein. Noch ist sie im Außen nicht so ganz sichtbar. Je mehr du sie einatmest und alles Schwere ausatmest, was dem entgegensteht, desto mehr wird sie Realität. 3D. Vielen Dank. Es ist ganz schön, hier vorne das zu spüren. Ich glaube, auf der Bühne bei solchen Meditationen spürt man noch ein bisschen intensiver, was hier wirklich im Raum los ist. Ich habe Pipi in den Augen. Ich auch. Okay.